verlangen, dass wir die üble Pastete von Menschenfleisch, die man uns präsentiert, mit Behagen verschlucken. Man kann nicht verlangen, dass unsere zitternden Nüstern den Leichendunst mit Bewunderung einsaugen. Dieser Hirtengeborenen! Mit ihren geborenen Soldaten hier! Irrgewordene, alle irrgewordene Soldaten, ja, was sollen wohl neue Experimente sein? Dada klang an. Was macht ihr hier? Eingepfercht wie ernsthafte Schamentiere. Denn ihr seid ernsthaft, nicht wahr? Ernsthaft bis zum Tod. Der Tod. Was ist der Mensch, meine Damen und Herren? Wir werden Ihnen innerhalb von 3 Minuten zeigen, wie der Mechanismus der Seele funktioniert. Ja? Dada ist wie eure Hoffnungen, wie euer Paradies, wie eure Idole, wie eure politischen Führer, wie eure Helden. Arp hatte lange in seinem Atelier am Zeltweg an einer Zeichnung gearbeitet. Unbefriedigt zerriss er schließlich das Blatt und ließ die Fetzen auf dem Boden flattern. Als sein Blick nach einiger Zeit zufällig wieder auf diese auf dem Boden liegenden Fetzen fiel, überraschte ihn die Anordnung. Sie besaß einen Ausdruck, den er die ganze Zeit vorher vergebens gesucht hatte. Wie sinnvoll sie dort lagen, wie ausdrucksvoll, was ihm mit aller Anstrengung vorher nicht gelungen war, hatte der Zufall, ja, die Bewegung der Hand und die Bewegung der flatternden Fetzen bewirkt, nämlich Ausdruck. Was ist Zufall? An dem Zufallserlebnis, wenn ich das nochmal sagen darf, mit der zerrissenen Zeichnung von Arp, wurde uns bewusst, dass wir in der Welt des Wissbaren nicht so zuverlässig beheimatet sind, wie man uns das glauben machen will. Ich erteile Herrn Postel das Wort. Ich erkläre den Frieden zum größten Kunstwerk. Zu spät, wir sind alle in Führungsposition. Ja, sie macht also ohne den Wirt ihre Erdballrechnung und wenn der Wirt kommt mit dem Rechnungspapierstück, das ihre Schuld ausweist, reicht alles Geld der Welt, das sie Hamstern nicht hin dazu, das Verzerrte zu bezahlen. Dazu wird in den Zeugenstand ein verachter Nietzsche gerufen. Postel. Recht. Gutachter Bloch. Utopia! Gott schütze mich, dass ich nie in die trostlose Situation.
aus allem heraustretende Individualität, deren natürlicher Lebensraum eine voraussetzungslose Freiheit ist. Verstehst du dich auch als eine aus allem heraustretende Individualität? Selbst wer sehr gelobt wird, fällt hinein. Versteht er und sie jeden spontan antwortenden Impuls, jede Meldung von innen als Ausdruck reiner Wirklichkeit? Ist das bei dir auch so? Hin oder ganz von innen vorzugehen, vor allem aber frei, sich wirklich selbst zu begegnen. Bist du auch frei, dir wirklich selbst zu begegnen? Die schlechte Haar. You can't pay me. What can you do without Taurus? Er jagt sich eine Pistole. Und er war Weihnachtsmann. Er verweilt.
Es gibt Wahrheiten, die nicht ertragen werden können, ohne dass jemand das nahm. Wer Gott schaut, stirbt. Das Ungeweihte sah nur die Narrheit oder sah gar nichts. Martin, ich bin der Diener von Kant, Immanuel Kant. Er ist der Erzfeind, auf den alles zurückgeht. Er hat alle Gegenstände der sichtbaren Welt dem Verstande zur Beherrschung ausgeliefert. Er hat die preußische Staatsräson zur Vernunft erhoben und zum kategorischen Imperativ. Möchte hier Folgendes anmerken: Martin Lampe, Diener Immanuel Kants, wurde Ende Januar 1802 nach mehr als 40-jähriger Dienstzeit entlassen. Er hatte wohl das Gefühl seiner Unentbehrlichkeit bekommen. Ich zitiere Marsianski, Seite 103, missbrauchte die Güte seines Herrn auf unedle Art und wurde mit jedem Tage unbrauchbarer zur Bedienung seines Herrn, Zitat Ende. Unter anderem begann er zu trinken. Ja, zu trinken. Kant veranlasste seine sofortige Entlassung und kürzte seine Leibrente von jährlich 400 Gulden, das sind also sowas wie 40.000 Euro, auf 40 Taler, das sind so etwas wie 40 D-Mark. Das scheint. Danke. Bösenbeck. Die aristotelische Logik, die ganz einfache Denken mit Grammatik verwechselt, die hat unangefochten Geltung gehabt, doch noch während der gesamten Neuzeit ihre Auflösung kündigt sich doch hier doch bereits bei Hegel. Seine unvergängliche Erkenntnistat war die Einsetzung oder vielmehr Wiedereinsetzung der synthetischen Denkform, welche höchst anti-aristotelisch sowohl den Satz vom Widerspruch wie auch den Satz vom ausgeschlossenen Dritten aufhebt, indem sie behauptet, Widersprechendes muss zusammen gedacht werden, denn gerade darin steht die Aufgabe des Denkens und zwischen den zwei Gliedern eines kontradiktorischen Gegensatzes gibt es ein drittes, ja es gibt nur dieses drittes A allein und non A sind beide falsch. Ja! 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 Bitte, Herr Richter. Ich soll hier also reden. Ich rede nur so ganz ungern. Ich mag nicht so gern reden und Monologen mag ich auch nicht erzählen. Bitte, Herr Richter. Ja. Der Krieg los! Ich konzipiere die gelbe Karte der letzten Wut! Ja, ja.
Köln zum Zürich den schönen Künsten hin. Wir suchen eine elementare Kunst, die den Menschen vom Wahnsinn der Zeit heilen und eine neue Ordnung, die das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle herstellen sollte. Wir spürten, dass Banditen aufstehen würden, denen in ihrer Machtbesessenheit selbst die Kunst dazu diene, Menschen zu verdummen. Ist der Dadaismus wohl als Zeichen und Geste das Gegenteil zum Bolschewismus? Stellt er der Destruktion und vollendeten Berechnung die vollkommen donquichottische, zweckwidrige und unfassbare Seite der Welt gegenüber? Der Dadaismus. Eine neue Welt gründen und organisieren, ja. Das steht zum ersten Mal. Die Welt der solidarischen Menschheit. Die im Leben nicht mehr ästhetisch. Die Welt der solidarischen Menschen. Ja, so ist es. Die mehr Schlagworte. Ja, wahrhaftig. Da. Ethik, Kultur und Innerlichkeit, die nur Mittel für schwache Muskeln sind, in seinem ja, wirklich da. Machen wir da. Da, da ist Chaos. Da, da ist die beste Lilienmilchseite. Wenn
man die Lippen teilen, das Rauchen beginnt. Als dreifaches Bewegungsmoment, dem ein viertes akzidentelles Segment zufällt. Der Wille zur Macht des Tabaks als Navy Cut spottet in der Kalorie der Verbrennungen der geistigen Profitrate. Das Rauchen an sich Ruhe im infantilen Verhalten des Lebens steigert sich bei der Zigarette zum Dandyismus einer hemmungslosen Projektion des Sündenfalls. In der Erlebnissektante des Europäers beseitigt alle Einwände einer primitiven Ausdrucksform wie der Wirtschaftspolitik. Geboren aus der Notwendigkeit, alles Eitle einer unklaren Bildung zu überwinden, ist die Form hingebend elegant und kurz. Die Freude des Silbers abgeschlagen werden und um den Vierkant des Kaloriehaltes aufgeblättert zur gehaltvollen Hohlheit eines doppelt gegliederten Kopfes. Es sind Luftachsen, die sich zwischen den Zähnen des Raumes manifestieren, als fünffache Dimension der Freiheit des Atmens und von Raum und Zeit. Die Kunst der Besitzgier ist der Anteil einer unbegreiflichen Schöpfung, deren plastische Prismatik im Hoflattich der Buche eine Beziehungsform der Rose beteilt. Was ist der kürzeste Weg zur Selbsthilfe? Der kürzeste Weg zur Selbsthilfe, Emmy? Mhm. Auf Werke zu verzichten. Wir sind vorfabriziert, Emmy. Einmal. Wir sind vertikale Eindringlinge, hunderte von Millionen Menschen, die ohne jede Tradition, wie durch eine Falltür in der Geschichte, in die Geschichte hineingefallen sind. Sollten der Mann und die Frau sein, die ganz und gar begriffen haben, dass man Ideen nur haben darf, wenn man sie im Leben umsetzen kann. Der durchaus aktive Typ, der nur durch die Tat lebt. Der Dadaist ist naiv. Haben die Angeklagten zu der Anklage schon Stellung genommen, Herr Dada? Haben denn die Anklage zur Anklage, der Anklage zur Anklagestellung genommen, Herr Oberdada? Herr Oberdada? Sie sind der Oberdada. Sie sind doch der Oberdada, die hatten mich kurz los oder was? Herr Bader! Es hat angefangen, ein neuer Akt der göttlichen Komödie und sein Leitspruch lautet, die Menschen wissen, dass sie im Himmel sind. Die Menschen sind Engel und leben alle im Himmel. Sie selbst und alle Körper, die sie umgeben, sind Weltakkumulationen.